Für diese Karten habe ich 300 Euro ausgegeben. Und wir schauen jetzt, ob es sich gelohnt hat. Als erstes haben wir ein Gift Love First Edition aus Jungle, die ist im schlechten Zustand und kostet 15 Euro. Das Relaxo ist keine First Edition und geht in dem Zustand für 20 Euro weg. Das Lavados ist schon im besseren Zustand als die Karten davor und für die kriege ich 40 Euro. Das Dragoran ist keine Holo, im guten Zustand 35 Euro. Das Lavados hat leider einen Knick und ist damit nur 5 Euro wert. Das dunkle Totok ist im Top-Zustand und für die Karte kriege ich 50 Euro. Visaflor aus dem Base-Set, keine First Edition und für die Karte kriege ich 60 Euro. Für das Totok sollte ich noch 40 Euro auf jeden Fall kriegen. Und jetzt kannst du ruhig ehrlich sein. Bist du ein Radfratz? Wenn nicht, dann like das Video. Jetzt kommen wir zu den Holo-Karten im Top-Zustand. Pixie First Edition Holo im Top-Zustand geht für 65 Euro. Gengar im Top-Zustand geht ebenfalls für 65 Euro, keine First Edition. Das Magneton im Top-Zustand, First Edition Deutsch, geht für 60 Euro. Und zu guter Letzt haben wir Kikli, Aerodactyl und Omo. Ich kriege für alle zusammen 180 Euro.